Willkommen zurück zu Teil 2. Jetzt geht's los. Wir haben im ersten Teil nochmal sein komplettes Set angeschaut. Tobias, für alle, die die noch nicht kennengelernt haben hier, schaut euch auf jeden Fall nochmal Teil 1 an. Und jetzt geht's los hier. Wir wollen polieren. Aber trotzdem werden wir die Motorhaube hier von seinem Octavia nochmal einschäumen. Obwohl hier von der Verschmutzung her, ich sehe ja nicht mal einen Insektenrest hier drauf. Es ist Wahnsinn, wie du hier die, wie viele Kilometer bist du hergefahren? 280. 280 Kilometer und hier ist nicht ein Insektenrest drauf. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber hat funktioniert. Es ist Wahnsinn. Auf jeden Fall, wir schäumen das trotzdem nochmal ein, weil er will noch gerne mal hier so eine FM10-Variante ausprobieren. Einfach doch mal ein bisschen was austesten. Viel Spaß. Los geht's. Das ist zwar jetzt hier nicht die originale FM10, aber der Sonax Schaumsprüher. Und hier haben wir jetzt muss ich erst mal überlegen, was habe ich denn reingemacht? Ah, genau, den Shiny Garage Fruit Snow Foam haben wir drin. Und ich habe, glaube ich, richtig viel reingemacht. Deswegen ist der Bereich, den du verdichten kannst, gar nicht so groß. Aber sprühe einfach richtig drauf. Und da bekommt jetzt die Motorhaube hier vorne nochmal eine gewisse Grundwäsche. Und was sagst du, sprühst du ähnlich wie deine Quasar oder ja. Ähnliches Bild, ne? Genau. Reicht völlig aus. Läuft jetzt auch langsam nach unten. Hier in der Mitte kannst du nochmal eine Bahn ziehen. Und hier war ja eigentlich fast gar kein Schmutz drauf. Das könnten wir uns eigentlich auch fast sparen hier. Aber wir wollen ja ein bisschen was austesten. So, lass mal so 2-3 Minuten drauf. Sonneneinstrahlung haben wir ja zum Glück hier keine, damit hier nichts antrocknen kann. Und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht hier nach dem Absprühen. Und hier haben wir jetzt schon Wascheimer vorbereitet. Hier habe ich Sonax Rich Foam drin, ein bisschen Shampoo-Wasser. Wir brauchen ja hier für die Haube nicht viel. Wir wollen ja nicht das ganze Auto waschen, weil wir wollen uns ja dann lieber hier nochmal aufs Polieren konzentrieren. Und kneten wollte der Tobias auch nochmal ausprobieren. Ich habe hier den Knethandschuh. Das ist der, den ich schon jetzt seit dem ersten Video im Einsatz habe. Und ihr seht, von der Struktur her, finde ich völlig okay noch. Also ist nichts aufgerissen, nichts abgeplatzt. Macht immer noch seinen Job und den hatte ich auch gestern im Einsatz, deswegen seht ihr, hier ist noch ein bisschen Wasser drin vom Auswaschen. Den werden wir auch nochmal mit testen und dann schauen wir einfach mal, was wir hier beim Thema Polieren anrichten können. Ich glaube, du hattest ja eine Kraus D, A oder DB. Wir müssen uns das nochmal genau anschauen. Bei Kraus-Maschinen bin ich noch nicht so bewandert, weil ich ja jede Menge andere zur Verfügung habe. Können wir uns aber gleich nochmal anschauen, wie die sich macht, wie die sich handelt. Und auch ich kann ja nochmal ein Feedback dazu geben. So, und gleichzeitig schauen wir uns auch nochmal hier seine Felgen an. In weiß gehalten, raue Oberfläche. Kannst du nochmal schnell sagen, was ist das hier für ein Material? Das ist ja doch relativ... Das ist Sprühfolie. Also die raue jetzt mal Sprühfolie. Just for fun am letzten Herbst weiß mit Sprühfolie gemacht. 7 Durchgänge, also 7 Schichten drauf von der Sprühfolie. Also richtig dick auf jeden Fall. Genau. Aber Schmutz hast du auch gut angesammelt. Ja. Und jetzt machen wir mal einen Vergleich. Er wollte gerne mal den Shiny Garage Monster Wheel Cleaner austesten. Und wir machen jetzt hier nicht hier mit Abdecken und so. Wir machen das ganz Freestyle-mäßig. Genau. Einfach mal auf einer Seite den Monster Wheel Cleaner. Denkt immer dran, Handschuhe aufsetzen. Ne? Hat er an. Hat er an, ist ein transparent. Ne? Einfach nur ganz grob. Genau. So, hast du richtig alle Stellen erwischt. Und jetzt haben wir auch gleich gemerkt, das ist gar nicht so aufgefallen, beides Canyon-Sprühköpfe, die haben eine megamäßige Vernebelung. Das hast du bestimmt jetzt gerade gemerkt. Also du kennst ja den Sprühkopf. Genau. Aber auch beim Monster Wheel Cleaner hast du einen schön breit verteilten Spray. So, jetzt habe ich nicht hingeschaut. Links war jetzt... Hier drüben war der Shiny und da drüben ist der Sonax. Ich wollte gerade sagen, der Shiny Garage haut nämlich vom Wirkindikator immer richtig einen raus. Sieht man jetzt auch nochmal hier im Vergleich... Ah, doch, müsste doch sichtbar werden. Also rechte Seite Monster Wheel Cleaner, linke Seite der Sonax. Lassen wir jetzt ein paar Minuten einwirken. Hier ist der Wirkindikator schon noch ein bisschen stärker vorhanden. Sprühen wir dann runter und dann schauen wir mal, ob er vielleicht einen neuen Favoriten gefunden hat oder ob er beim Altbewährten bleibt. 3 Minuten sind jetzt circa vorbei und wir sehen auf jeden Fall schon mal einen deutlichen Unterschied hier. Shiny Garage Monster Wheel Cleaner hat einen richtig starken Wirkindikator mit drin. Beim Sonax hält sich das noch etwas hier in Grenzen auf der Seite. Und jetzt sprühen wir es aber mal runter, weil am Ende kommt es echt auf die Reinigungsleistung an. Ja, also die Seite sieht schon mal gut aus. Hier haben wir noch ein paar Schmutzreste, aber im Grunde und Ganzen ist der Unterschied deutlich. Jetzt nochmal hier auf der Shiny Garage Seite.
So, und Tobias ist an der Kamera und kann selbst mal beurteilen und gleich hier das Wort ergreifen. Was sagst du? Ja, das ist ein absolut krasser Unterschied. Hätte ich nie gedacht. Gerade weil halt Sonax Extreme Plus für mich im Moment der absolute Favorit gewesen ist. Und ja, also es erleichtert wesentlich die Arbeit, wesentlich Zeitfaktor. Kann ich einfach mal testen. Ich mache mal hier die Bahn. Ja, ein paar Verschmutzungen sind auf jeden Fall noch drauf, vor allen Dingen im unteren Bereich hier, ganz klar. Jetzt machen wir hier auf der anderen Seite das auch nochmal. Machen wir auch drei Bereiche. Also vom generellen Verschmutzungszustand finde ich, es hält sich so ein bisschen die Waage. Obwohl wir optisch auf der Seite hier, vor allen Dingen in dem Bereich noch, ein paar Schmutzreste drauf haben, aber die lassen sich alle anlösen. Und ihr seht es auch hier, macht es bitte nicht zu Hause nach, nutzt Handschuhe. Aber wir haben hier überall immer noch so ein paar Stellen, die doch relativ schmutzig sind und hier auch nicht mit dem Hochdruckreinigen wegging. Ich bin ja richtig nah rangegangen hier an die Stelle und gefällt mir das Bild beim Monster Wheel Cleaner noch ein bisschen besser, ist aber auch leicht alkalisch. Nur muss man dazu sagen, hier pH-neutral, kann auch damit noch zusammenhängen. Vom Reinigungszustand her geht es auf jeden Fall bei beiden in Ordnung, weil das löst sich dann alles hier mit einem Felgenhandschuh auf jeden Fall an. Und da muss man einfach schauen, inwieweit man die Felge dann schon nur durch den Reiniger sauber haben möchte. Es ist immer gut, wenn es schon so viel wie möglich ist, aber alles, was extrem stark reinigt, greift auch diverse Felgenwachse und Versiegelungen auch stärker an. Muss man immer schauen, was für einen am besten geeignet ist. Wir sprühen jetzt die ganze Sache nochmal komplett mit dem Monster Recleaner ein und dann können wir ja nochmal mit dem Felgenhandschuh lang gehen, damit er auch hier mit einer sauberen Felge nach Hause fährt. Nackt ist der Lack nicht. Ja, sieht man jetzt auch nochmal. Also das perlt schon nicht mehr so top, aber es reißt relativ schnell auf. Also ist auf jeden Fall noch ein Rest drauf, wenn wir dann beim Polieren natürlich entfernen. So, können wir gleich nochmal unten bei der Felge schauen. Wir haben jetzt nochmal komplett Monster Wheel Cleaner aufgesprüht und dann sehen wir auch hier, na, der hat nochmal angeschlagen. Also hier war doch am Ende tendenziell ein bisschen mehr Schmutz drauf. Wir sprühen hier nochmal ab und dann gehen wir mit dem Felgenhandschuh drüber. Ja, und jetzt heißt es Hand anlegen. Die gröbsten Verschmutzungen sind ja schon runter. Tobias geht jetzt hier noch mit dem Felgenhandschuh drüber und das ist einfach so ein Punkt. Vor allem bei diesen stark verschmutzten Stellen muss man einfach mechanisch nachhelfen. Und da finde ich so einen Felgenhandschuh aufgrund dieser dünnen Struktur immer noch besser als eine Felgenbürste. Nutzt du selber einen Handschuh oder nimmst du eine Felgenbürste? Was ich nehme beides gar nicht. Okay. Felgenbürste bin ich kein Freund von, aufgrund von der doch etwas härteren Struktur von den meisten Felgenbürsten. Und dadurch, dass ja die Sommerfelgen bei mir lackiert sind, habe ich halt so ein bisschen Panik davor, dass ich mir halt Kratzer reinziehe und dass man dann halt wirklich anfängt, du musst halt nachbearbeiten, wieder lackieren und nicht lackieren, polieren und das alles. Und deswegen bin ich nicht. Also du sprühst jetzt nur ein? Ich sprühe nur ein, mache dann so sauber. Ganz selten, dass ich mal wirklich einen anderen einen anderen Lappen nehme und dann wirklich grob mal drüber gehe. Aber wie hättest du es jetzt hier gemacht? Weil das ging ja jetzt mit dem Felgenreiniger auch nicht runter. Wie hättest du es jetzt hier gemacht? Das bleibt stellenweise so. Also dadurch, du lässt das dann so? Dadurch, dass es die Winterfelgen sind, ist es für mich so, ja. Also deine Angst vor Kratzern sind jetzt so hoch, obwohl jetzt nimmst du ja einen Felgenhandschuh, oder? Jetzt nehme ich einen Felgenhandschuh, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt, doch, von dem Handschuh ein bisschen angetan. Also wichtig ist halt einfach immer, du musst ihn regelmäßig ausspülen. Ja. Die Verschmutzungen waren jetzt nicht mehr so stark. Trotzdem vorher mit Felgenreiniger drüber gehen, das Maximum rausholen und dann halt immer mit einem schönen nassen Handschuh mit Shampoo-Wasser, hier braucht jetzt auch kein Felgenreiniger mehr dabei sein, einfach gleichmäßig abreiben. Und da kommt man vor allem das Schöne, du kommst jetzt auch hinter die Speichen. Das schaffst du ja mit einem Felgenreiniger. Zwar, der läuft zwar vielleicht dahinter, aber du hast überhaupt keine Chance, irgendwie da mit dem Hochdruckreiniger hinzusprühen, außer du demontierst die Felge. Ne? Aber das ist schwierig an der SB-Box. Und du hast auch relativ große Hände wie ich und du kommst trotzdem jetzt bei den Felgen immer schön auch dahinter. Das ist vielleicht doch mal eine Alternative. Ne? Man sieht es doch wirklich extrem. Und das, ja genau, da kommt auf jeden Fall noch Schmutz raus. Ja. Also es muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er da vorangeht. Aber ich riskiere lieber mal, vor allem bei diesen weißen Felgen, wo siehst du da einen Kratzer? Wenn da irgendwo mal einer ist, dann muss er ja schon richtig ins Metall geschlagen sein. Bei denen jetzt hier gar nicht. Also dadurch, dass es ja Sprühfolie ist, hat mich das auch wirklich, ich sag mal, nicht so angetan, jetzt, was dann die Reinigung angeht. Ja. Jetzt von den Felgen her, wenn da ein bisschen Schmutz dran geblieben ist, okay. Klar achtet man schon ein bisschen drauf, dass man halbwegs, dass man vernünftig sauber rauskommt. Man sieht es jetzt hier drinnen schon krass. Also es Hat auf jeden Fall was gebracht. Hier oben musst du nochmal. Ich muss wieder bestellen.
Ich muss bestellen. Ich glaube, so ein Orkio-Felgen-Handschuh. Es ist einfach nur ein dünner Handschuh, der dann speziell für die Felge gedacht ist. Es gibt ja auch Waschhandschuhe, die sind sehr dünn. Du musst einfach nur ein Modell finden, was so dünn ist, dass du ja auch in diese kleinen Zwischenräume reinkommst. Wenn du so einen richtig dicken Chenilfaser, zum Beispiel den Chubby, den du hast, könnte es hier durch diese einförmige Struktur, könnte es hier schon schwieriger werden. Da hast du hier mit diesem Handschuh, mit dem Daumen und dem dünnen Bereich, kannst du einfach viel besser in die Speichen rein. Das ist wirklich, also man kommt wirklich, ich hätte es nicht gedacht. Ja. Also das ist echt. Man muss immer abwägen, ob man hier irgendwelche Luxusfelgen hat. Also ich bin lieber der Freund, ich gehe dann echt nochmal mit einem Waschhandschuh oder mit so einem Felgenhandschuh drüber und habe dann einmal so eine vernünftige Reinigung. Man muss es ja nicht immer so machen, aber du wirst es merken, irgendwann, wenn du die mal abbaust, hast du hier hinten, hinter diesen Speichen, total den schwarzen Film, weil der vom Felgenreiniger nie erwischt wurde, ne? Ja. Oder vom Hochdruckreiniger dann. Ja, man sieht schon, was hier noch überall rauskommt. Ich denke, es reicht aus. Wir sprühen es noch einmal ab und dann haben wir schon mal wieder einen groben Reinigungszustand. Genau. So, Felge nochmal abgesprüht jetzt. Und jetzt leuchtet sie wieder richtig schön weiß. Wir haben noch ein paar Teerspritzer drauf, aber da kann ja der Tobias dann in Ruhe nochmal zu Hause nachbehandeln. Reicht erstmal völlig aus, aber wenn man einfach mal noch die Felge mit der hinteren Felge vergleicht, dann sieht man schon, dass die Reinigung auf jeden Fall nochmal richtig Farbe rausgeholt hat. So, jetzt geht es aber wirklich ja Richtung Haube. Jetzt wollen wir mal nochmal mit dem Handschuh waschen. Dann können wir eigentlich gleich nahtlos übergehen. Jetzt hast du ja einmal den Schutzhandschuh auf. Ja, das sieht doch gut aus. Also von mir, es gibt nicht so viele Bahnen, die ich am Stück ziehe. Ja. Einfach nur, weil halt aufgrund von der Reinigung dann für mich die Gefahr zu groß ist, dass ich hier irgendwelche Schmutzpartikel drin habe. Deswegen mache ich immer minimale Bahnen, also das heißt minimal so 3-4 Mal hin und her. Ja, genau. Und dann einfach den Handschuh drehen, dass ich die Rückseite nehme. Einfach nur um die Gefahr von weiteren Kratzern oder sowas. Wichtig ist ja auch immer, deswegen wir arbeiten jetzt auch mit einem Eimer hier unten, falls sich jemand fragt, ob wir jetzt hier zwei Eimer-Methode machen. Erstens mal war die Fläche schon, ihr habt es ja vorhin gesehen, waren nicht mal Insektenreste drauf. Das ist jetzt eigentlich nur noch Spielerei gewesen. Und er wendet auch den Handschuh nochmal zwischendrin, ist auch eine richtig gute Methode. Und wenn ihr da noch ein gutes Shampoo habt, dann funktioniert das auch. Aber wenn das wirklich stärker verschmutzt ist, dann zwei Eimer ist schon von Vorteil oder vielleicht nochmal einen neuen Handschuh und regelmäßig auswaschen. Hier auf der Haube hält sich es in Grenzen, da reicht es mit der Methode völlig aus. So, sprühen wir jetzt nochmal runter und dann kannst du mal so ein Dryblade ausprobieren. Hast ja ein bisschen Angst davor. Schauen wir uns an. Bitteschön. Vielen Dank. So, kurzer Tipp. Erstmal, schön, dass du den Handschuh noch auf hast. Einfach mal die Klinge hier abfahren damit noch kleine Schmutzreste runter sind. Weil manchmal liegt das ja an der SB-Box hier am Rand, schlimmerweise, oder irgendwo in der Waschbox. Und dann siehst du auch hier, na, schaffst du die Kamera? Schaffst du es? Ja, schaffst du nicht. Aber kleine Schmutzreste waren dran, lag bei mir auch mal irgendwo vielleicht in der Box. Einfach mit Shampoo-Wasser nochmal die Klinge reinigen und dann mache ich es dir einmal vor, damit du es einmal siehst. Ich gehe mal hier auf den Bereich. Einfach ein bisschen ansetzen und dann ohne Druck runterziehen. Komplett problemlos. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber... Ja, das ist so fast wie Fenster putzen. Ja, genau. Und auf die Flächen, auf denen du jetzt schon warst, versuche nicht nochmal drüber zu gehen, aber es lässt sich eigentlich hier auf deinem Auto gut einteilen. Genau. Und das Blade hat ja auch schön hier diese Breite. Und es hat jetzt gut geklappt, kannst den Rest eigentlich genauso machen. Ist halt der Vorteil, das musst du jetzt alles nicht mit dem Tuch trocknen. Ne? Das ganze Wasser, was du jetzt hier sozusagen runterschiebst, hast du dann alles im Tuch. Ja, also bei mir, wie gesagt. Und lieber ein bisschen schräger halten, dann funktioniert das richtig, richtig gut, genau. Ja? Das ist halt immer so, hat man irgendwo Schmutzpartikel auf dem Lack richtig erwischt beim Reinigen und zieht sie sich jetzt nicht drüber. Ja, da muss ich aber mal ein bisschen für das Dryblade sprechen. Wenn du jetzt hier noch Restschmutz drauf hättest und gehst mit deinem Tuch dann hier so drüber, dann nehmen die Mikrofaser den Schmutz auch nicht mehr auf. Das ist einfach nur, dass man wirklich durch die Lippe, dass man da nicht anfängt und zieht sich irgendwo was drüber. Aber ich muss dir alles sagen, von der Trocknung, also vom Arbeiten her, das geht so schnell. Da jetzt hier den Streifen nicht richtig erwischt. Den kannst du lassen, das sind ja nur ein paar Tropfen, aber der Rest ist halt komplett trocken jetzt schon. Eine Scheibe haben wir auch ein bisschen erwischt. Ich kann ja selber noch mal hier drüber gehen. Mit ein bisschen Routine. Ja, aber da passiert der Scheibe nichts. Die ist hart genug. Aber damit wir uns keine Flecken erzeugen, zack, und schon haben wir jetzt erstmal den groben Feuchtigkeitsfilm hier runter. Ne? Fertig. Genau, was ich noch sagen wollte. Wenn wir machen ja alle eine Vorwäsche. So, dann machen wir eine Handwäsche. Wenn dann immer noch Schmutz auf dem Lack drauf war, dann war ja meine Wäsche eigentlich nicht gut. Richtig. So, und davon geht man einfach aus. Also in Amerika, USA und so weiter, da ist so ein Dryblade in verschiedenen Formen, die sind auf Treffen im Einsatz, die sprühen ihre Autos nur ein und gehen dann schon drüber, was für uns
der Tod ist eigentlich. Ja. Ne? Und deswegen, ich sage auch immer dazu, das Fahrzeug, man muss es schon ein bisschen drauf haben. Also das Fahrzeug muss sauber sein, bevor man sowas nutzt. Das gilt aber auch fürs Mikrofasertuch, weil sonst ziehst du dir auch mit Mikrofasertuch hier jede Menge Kratzer rein. Obwohl man immer denkt, dass die Mikrofasern den Schmutz aufnehmen, aber eigentlich ist es nicht ihr Job, weil der Schmutz sollte schon vorher runter sein, bevor man dann das Fahrzeug trocknet. So, wir machen das jetzt aber nicht trocken, sondern er wollte einfach nochmal den Knethandschuh ausprobieren. Machen wir jetzt gleich. Kannst dich auch bewaffnen. Ist noch ein bisschen nass hier vom letzten Tag. Ja, ich habe dir noch Clayloop zusammengebaut. Sonox Autoshampoo. Und jetzt kannst du eigentlich mal direkt starten. Richtig großzügig einsprühen. Und jetzt siehst du gleich und merkst den Vorteil, du kannst richtig satt einsprühen, wenn du es dir halt selber zusammenbaust. Ne? Ja. Wenn du dir so ein fertiges Clayloop holst, habe ich immer so den Kompromiss, ich sprühe mal nicht so viel, ist ja gleich leer, muss ich ja eine neue Flasche kaufen. Und hier kannst du einfach protzen, sozusagen. Und jetzt, genau, kannst du einmal lang ziehen die Bahn und dann merkst du schon, ob überhaupt Schmutz drauf ist. Da gehe ich dann immer mit der anderen Hand schon drüber und dann merke ich zum Beispiel bei dir, es hält sich wirklich in Grenzen von der Verschmutzung her. Und wenn du jetzt einfach, wenn du jetzt mal hier machst, so mit der Hand und einfach mal hier hingehst, merkst du schon, dass diese eine einzige Bahn auf jeden Fall was gebracht hat. Den Unterschied merkt man. Das ist wirklich heftig. Normalerweise knetet man ja so in dem Bereich, in dem man immer so hier drüber geht. Aber bei dem Handschuh mache ich es auch immer so, ich ziehe erstmal eine Bahn. Man kann das auch hin und her bewegen, aber man hat jetzt hier gemerkt, und das hat Tobias auch gleich selbst hier gemerkt, dass nach einer Bahn schon richtig viel runter ist. Und viele sagen auch immer, nach dem Kneten polieren dann auch die meisten. Jetzt geht auch noch mal eine zweite Bahn. Und da hast du hier eigentlich schon fast alles runter. Du kannst ja noch mal die Technik versuchen jetzt mit diesem leichten Hin- und Herreiben, ob das jetzt Vorteile bringt. Und indem du einfach nur die Hälfte des Knethandschuhs aufsetzt, so praktisch nur mit den Fingern, genau, in geraden Bahnen. So knetet man ja. Ne? Das ist ja die typische Knetbewegung. So, und jetzt gehe ich hier mal selber drüber. Hier ist gar nichts mehr. Also wenn ich hier drüber gehe. Also man merkt hier den Unterschied. Ja, und hier vorne hast du richtig diese kratzigen kleinen Punkte noch. Also man merkt diesen. Und du kannst sowohl mit der Technik als auch mit der Technik arbeiten. Und wichtig ist halt immer Clayloop. Ohne Ende Clayloop. Und das ist ja das Schöne, wenn du es dir zusammenmischst, hast du einfach genug zur Verfügung. Genau, dann sprühst du es nochmal ein. Vorher auch nochmal kann man den auswaschen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Und es ist halt ein Zeitvorteil. Und jetzt kannst du auf jeden Fall wieder abwischen. Und jetzt ist hier auch alles mega glatt. Hier ist noch so ein kleiner Punkt. Seht ihr den? Ich nehme mal den Fingernagel. Verschwunden. So, der macht jetzt den Rest hier noch fertig und dann können wir schon langsam Richtung Polieren kommen.